Der Jenaer Energieversorger öffnet am 25. August von 10 bis 16 Uhr in der Rudolstädter Straße 39 für alle Interessierten Türen und Tore. Bevor für die Besucher aber ein Blick hinter die Kulissen geboten werden kann, müssen im Rahmen mehrerer Planungstreffen wichtige Details und Abläufe geplant werden. Auf 6 Etagen und im Gelände wird für alle Gäste nicht nur reichlich zu sehen sein, sondern auch ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm warten. Während sich die Kleinsten an der Strombaustelle, auf Experimentierstraßen oder dem Bungee-Trampolin ausprobieren können, wartet auch der Technikpark mit einigen Highlights auf. Wir haben einen großen Technikpark, wo unsere Technik ausgestellt wird. Kamerawagen, in dem man halt in den Kanal fahren kann mit einer Kamera, wo eben der Abwasser guckt, wo sind Löcher drin oder so. Und dann gibt es Bagger und wieder einen großen, eine Hebebühne, wo man 10 Meter in die Höhe fahren kann. Darüber hinaus werden auf dem gesamten Areal nicht nur Informationen zu Hausanschlüssen und den Stadtwerken Energie verfügbar sein, auch der Nahverkehr und Jena Wohnen stellen ihre Arbeit vor und informieren über Ausbildungsplätze und Karrierechancen. Wieder mit dabei sind auf der Vereinsstraße auch zahlreiche Partner und Vereine aus der Region, die ihre Angebote vorstellen. Einen thematischen Schwerpunkt des diesjährigen Tages der offenen Tür bildet das Thema Fahren mit Strom. Wir haben unsere Elektroautos da, wir werden Probefahrten anbieten können. Wir geben Informationen zur Ladeinfrastruktur, Ladetechnik. Und dann natürlich die Förderprogramme Jena Klima Plus. Das Programmheft für den 25. August wird ab Mitte Juli in der Stadt ausliegen und sowohl online als auch in der Main Jena App verfügbar sein. Nachdem der Tag der offenen Tür zuletzt 2016 auch bei Temperaturhöchstwerten zu begeistern wusste, rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr mit bis zu 2000 Besuchern. Der Eintritt ist wie immer frei.